Guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei eurer Auszeit. Oh, ich freue mich so sehr, euch alle zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und ja, ihr seht, ich sitze mitten auf einer Frühlingsblumenwiese, denn im Februar könnte er ja mal so langsam kommen, der Frühling, gell? Also, wir machen uns heute ein Frühlingsmeeting mit Tulpen und Orchidee im Hintergrund. Ganz herzlich willkommen zu eurer Geistesschulung. Ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Danke, dass ihr da seid. Ja, ihr Lieben, gestern unser Sonntagserwachen, das hat mich schon sehr beschäftigt. Und ich habe es auch so nachwirken lassen. Ich habe dem Shankara da noch geschrieben, ich gehe jetzt erstmal in den Wald und brauche jetzt erstmal, ja, meine Reflexion, meine Rückbesinnung und habe dann auch im Wald noch ein paar Stichworte bekommen aus der Stille. Und mir sind dann auch noch so ein paar Dinge eingefallen. Denn so eine Ego-Attacke, die ist ja wirklich nicht lustig. Wir alle haben sie, hatten sie, werden sie immer wieder haben. Aber es geht ja hier in unserem Lernlabor der Liebe darum, das Ego zu erkennen, das Ego zu akzeptieren, dem Ego aber nicht die Macht zu geben und letztendlich auch das Ego zu überwinden, das Ego zu neutralisieren und zu erkennen, dass das Ego tatsächlich eine Illusion ist. Ich möchte gerne mit euch die Gedanken teilen, nochmal speziell auch gestern nach unserem Sonntagssatzang. Vielleicht könnt ihr ein bisschen mitschreiben, ihr könnt ja auch nochmal die Auszeit anschauen, dann in Ruhe. Aber so bin ich vorgegangen vor einigen Jahren, als wir zusammen begonnen haben, März 2020, da habe ich noch mal diese Aufschriebe rausgekramt. Ich habe ja alles perfektionistisch abgelegt, unsere letzten 4 Jahre. Und da habe ich die Gedanken, die ich gestern noch mal bekommen habe, als ich so in der Stille war, abgeglichen mit diesen alten Aufschrieben und nach diesem Sonntagserwachen fand ich das sehr, sehr aktuell. Wir wollen es nochmal zusammen durchgehen. Und ich habe damals, als ich das noch nicht so richtig durchschaut habe, was denn eigentlich Wunder sind, was Wunder bewirken, denn im normalen Sprachgebrauch sagen wir ja, ein Wunder, lass ein Wunder geschehen, mach meinen Mann gesund, lass ein Wunder geschehen. Schau, dass mein Kind gut in der Schule klarkommt. Das sind ja so die Weltwunder, die Weltwunder. Aber wir sprechen ja hier über ganz andere Wunder. Das möchte ich nochmal zusammen, gemeinsam mit euch jetzt in Ruhe anschauen. Also, wenn ihr wollt, macht euch gerne eure Notizen dazu, denn die nächste Ego-Attacke kommt bestimmt, wenn sie nicht schon heute gerade da gewesen ist. Also, ich fand das ganz witzig, denn im März 2020 habe ich zu meinen Ego-Attacken gesagt, Ego at its best. Ego läuft zur Hochform auf. Ja, also Ego-Attacke, das war die vollkommene Sklaverei. Da war ich komplett dominiert von meinem Ego, habe kein Land mehr gesehen. Und da haben wir ja auch gemeinsam begonnen zu praktizieren. Ich weiß es noch, wie wir angefangen haben. Ich weiß es noch. Und ich habe das damals tatsächlich genannt, Ego at its best. So, das bedeutet, muss das jetzt mit den anderen aufschreiben, abgleichen, die ich aktuell gemacht habe. Eine Ego-Attacke beginnt immer dann, sobald du dich nicht wohlfühlst.
Ganz, ganz wichtig. Die Ego-Attacken sind nicht diese Riesendinger, wo wir dann komplett out of order sind, sondern immer dann, ganz wichtig, in dem Moment, wenn du ja nicht in deiner Leichtigkeit bist, wenn du dich beschwert fühlst, ängstlich, belastet, traurig. Das sind alles Ego-Attacken. Also wir brauchen eine große Sensibilität für das unglaublich weite Spektrum dem Gefühl der Angst. Angst hat so viele sensitive Untergefühle, bis zur vollkommenen Erschöpfung, natürlich dann auch die Depression, das sind dann hier die Extreme. Aber nochmal, um das abzugleichen, unser Normalzustand, unser geheilter Zustand ist Glückseligkeit. Ein komplettes Zurücktreten und in der Gewissheit zu sein. Ich übergebe mein Leben der göttlichen Liebe. Ich lasse mich führen. Ich nehme, wie wir gesagt haben, im März 2020 auf dem Beifahrersitz Platz. Das Ego ist auf dem Rücksitz, erinnert ihr euch noch? Und am Steuer sitzt mein geheilter Geist, verbunden mit der Urquelle der Liebe. Und alles, was mich aus dieser Position bringt, ist eine Ego-Attacke. Also bitte macht euch jetzt nochmal bewusst, dass eine Ego-Attacke auch in kleineren Nuancen auftreten kann. Und in dem Moment, wenn ihr euch nicht gut fühlt, wenn ihr anscheinend da draußen eine Situation habt, einen Menschen habt, der nicht so funktioniert, wie ihr euch das gerne vorstellt. Im Job, im Privatleben, in der Vergangenheit. Dann macht euch bitte bewusst, dass ihr gerade auf einer Ebene seid, wo ihr es nicht selbst lösen könnt. Ganz, ganz wichtig. Ego-Attacke bedeutet, ich nehme es wahr, aber ich brauche, um es aufzulösen, eine höhere Dimension. Ich brauche also dazu meinen geheilten Geist. Denn ich kann ja nicht meinen Ego-Angriff auflösen auf der Energieebene, wo er gerade entstanden ist. Das geht nicht. Also ganz, ganz wichtig, Ego ist vorhanden, ich fühle mich nicht gut, ich bin niedergeschlagen, ich bin ja nicht in meiner Kraft, nicht in meiner freudvollen Lebensenergie. Und ich mache mir bewusst, ich kann es nicht auf dieser Ebene lösen, wo es entstanden ist. So. Der nächste Schritt, der sehr schnell kommt, ist, dass ich natürlich diesen Ego-Gedanken Bedeutung gebe. Sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Wenn wir also diesen schweren Gedanken, diesen Ego-Gedanken keine Bedeutung geben würden, dann wird es uns ja gut gehen. Dann wären wir ja in der Leichtigkeit, in der Glückseligkeit. Das bedeutet also, das Ziel eines jeden Ego-Angriffs ist, mich in der Trennung zu halten. Und in der Trennung zu halten von anderen Menschen, dass ich sage, du bist schuld, du hast es verursacht, wegen dieser Person geht es mir so schlecht. Das ist also dieses Beschuldigungsthema, wo ich meine eigene tief sitzende Schuld nach außen projiziere. Und das Urgefühl ist natürlich die Angst. Die Angst vor der Allmacht der göttlichen Liebe.
ganz, ganz tief in uns und bitte das auch noch mal bewusst machen. Jedes schlechte Gefühl, das wir haben, ist eine nach außen projizierte Vergangenheit. Und diese nach außen projizierte, übertragene Vergangenheit ist ja nicht nur aus meiner jetzigen Inkarnation, sondern aus dem gesamten Drehbuch, das ich ja immer mitbringe. Meine Aufgabe, die sich, ja, der abgespaltene Anteil in mir, diese kleine Wahnidee, wie der Kurs sagt, gestellt hat. Das bedeutet also immer, wenn wir uns schlecht fühlen und wir dann dieses schlechte Gefühl in uns nach außen projizieren, dann haben wir es immer mit nach außen projizierter Vergangenheit zu tun. Ganz, ganz wichtig. Und was ihr auch bitte nochmal beachten solltet, ist, dass ganz tief in unserem Unterbewusstsein, wir haben es nicht bewusst hier auf dem Tablett, sonst wäre es ja nicht unterbewusst. Unglaublich viele Ängste, Schuldgefühle und Zweifel sind. Also dieser Urkonflikt, ich habe mich von Gott getrennt, ich habe die göttliche Liebe verlassen. Das sitzt so tief in uns drin und natürlich brauchen wir dazu immer wieder diese Ego-Attacken, weil sich jedes Mal daraus eine Riesenportion Schuld entlädt. Es ist uns nicht bewusst. Wir denken, ja, das liegt an meinem Partner oder das liegt an meinem Kind oder das liegt an meinem, was weiß ich, Kollegen im Job. Aber es ist ganz, ganz tief in uns verankert, diese Angst vor dem strafenden Gott. Das hat übrigens Kenneth Wapnick, dieser Mitbegründer, die ja da in diesem in diesem Trio mit Helen Schackman, William Thetford und Wapnick zusammen, das haben die ganz, ganz toll nochmal, wenn ihr euch da nochmal auf YouTube ein paar Videos anschaut. Das war denen ganz, ganz wichtig, dass in jedem abgespaltenen Geist, in Klammer Mensch, unfassbar viel alte Schuld, Scham, Minderwertigkeit steckt, die wir jetzt nach außen bringen. Denn viele, die mir schreiben, die sagen, naja, das liegt ja jetzt nur an dieser Vergangenheit, meine Eltern und so weiter, in meiner Kindheit. Aber wir dürfen wirklich zur Kenntnis nehmen, es geht viel, viel, viel weiter zurück. Es ist tief im Unterbewusstsein. Ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Und der Kurs sagt uns jetzt, wir denken ja gar nicht wirklich. Denn wirkliches Denken ist aus dem Jetzt, das ist die Schau. Es ist Gott in allem zu erkennen. Das sind ja die Lektionen, die wir bis jetzt auch durchgemacht haben. Christi Schau ist die reine Schau auf das Göttliche, auf die Liebe und damit auch die Angst vor der Liebe sukzessive zu verlieren. Eine Ego-Attacke ist an sich nur diese große Angst vor dem strafenden Gott, die ganz, ganz tief in uns verwurzelt ist. Alle Religionen arbeiten mit dieser Urangst. Und damit habe ich auch, glaube ich, schon die Frage beantwortet, von dir, liebe Sonja, denn du hast ja geschrieben, wie schaut es aus mit Themen, die wir mit in dieses Leben gebracht haben? Unerlöste Urthemen. Das ist an sich nur ein Thema, das wir in jede Inkarnation mitbringen. Das ist die Angst vor Strafe. Und wenn ihr mal genau hinschaut, dann zieht sich das auch durch jede Kindheit durch.
Jedes Kind hat Angst, etwas falsch zu machen und dafür bestraft zu werden. Und wir haben ja in allen Kulturen, auch bei uns, schaut euch mal dieses preußische Schulsystem, den Drill an, auch heute noch, wie bestraft wird, wie Kinder bestraft werden. Und es ist diese tief sitzende Angst, ich bin nicht richtig, ich habe was falsch gemacht und dafür werde ich jetzt bestraft. Jede Ego-Attacke zeigt uns diese Angst vor Strafe und wir fühlen uns schuldig. Und jedes Kind fühlt sich ja auch schuldig. Es gibt die Strafarbeiten in der Schule, es gibt das Nachsitzen. Also es wird überall mit Strafe gearbeitet, damit man uns aus unserer göttlichen Schöpferkraft, die auch ein Kind schon besitzt, denn natürlich ist ein Kind auch schon ein mächtiges Schöpferwesen, aber wir werden von Anfang an, sobald wir hier inkarniert sind, in unser Ego-Denksystem natürlich hineingeformt und wir haben von Stunde 1 an, wo wir hier im Körper, ich sag mal, es ist ein Traum, aber wo die Körper hier landen, als Ego-Traum sind wir mit Angst beladen. Ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder klar zu machen und auch das Bewusstsein, ich denke ja gar nicht wirklich, denn Vergangenheit und Zukunft existieren nicht. Und wenn ich Gedanken aus der Vergangenheit in die Zukunft projiziere, dann ist es dieses Sehen, das der Kurs beschreibt. Es ist aber kein Denken, weil unser Geist in Wahrheit leer ist. Geist ist leer. Da ist eine Vergangenheit, die ist vergangen. Da ist eine Zukunft, die existiert nicht. Und jetzt sitze ich hier mit meiner Ego-Attacke und der Geist ist leer. Mein Geist ist mit der Vergangenheit beschäftigt und jetzt kommt der große, große Überraschungseffekt. Wozu dient das alles? Die Gedanken, die wir uns über irgendetwas machen, bedeuten überhaupt nichts. Meine Gedanken sind bedeutungslos und ich sehe eine bedeutungslose Welt. Ich denke nicht, ich projiziere nur. Aber ich rege mich auf über meine bedeutungslosen Gedanken. Das ist unbewusst, weil ich natürlich der Welt genau die Eigenschaften verleihe, die ich jetzt in ihr sehe. Und das macht mir Angst. Das bedeutet natürlich, dass Gott und Ego sich scheinbar herausfordern und miteinander im Wettbewerb sind, wer darf denn nun jetzt hier diesen Geist, diesen Menschengeist, diese leere Tafel beschriften? Und jede Projektion, die wir nach außen bringen, dient nur dem Ego als Sicherheit, dass es sich selbst erhalten kann. Ganz wichtig zu erkennen, es geht niemals um das bedeutungslose Thema, das wir meinen. Es geht niemals um die Partnerin, den Partner. Es geht niemals um das Kind. Es geht niemals um die Krankheit. Es geht niemals um irgendetwas. Es ist bedeutungslos, sondern jedes sich schlecht fühlen. Jede Aggression, jeder Angriff, jede Traurigkeit, jede Depression dient nur dazu, dass das Ego sich selbst erhält. Es ist ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, denn dann verstehen wir diese Zusammenhänge. Dann ist uns bewusst, was passiert denn da eigentlich mit mir? So. Wenn wir ganz von Angst erfüllt sind, dann
haben wir natürlich, das wissen wir, darüber haben wir oft gesprochen, haben wir unsere Angst, die in uns ist, genau nach außen übertragen und sehen jetzt Bilder. Die Augen sehen Bilder, das ist die falsche Wahrnehmung, das ist das Fehlschöpfen. Aber nochmal für uns, ganz, ganz wichtig. Es gibt nur zwei Bilder, die ich erschaffen kann. Frieden oder Krieg, Liebe oder Angst. Und es gibt nicht einen neutralen Gedanken. Und wenn ihr euch jetzt mal fragt, was in den ganzen Geistfragmenten, die wir hier Menschen nennen, Milliarden von Menschen, welche Gedanken denn überwiegen und ihr könnt im Außen sehen, was die Menschen so denken. Denn es sind ja alles Projektionen. Und dann haben wir natürlich auch kollektive Gedanken, die im Moment viele Menschen denken. Es gibt Länder, da werden gewisse Gedanken sehr viel gedacht. Dann haben wir natürlich gemeinsame Bilder. Ja, schau doch an, das sehe ich doch. Du siehst doch, dass es da draußen ist. Dann haben wir kollektive Gedanken. Kollektive Gedanken sind genauso Gedanken der Angst, um das Ego-Denksystem erhalten zu können. Es kommt nicht darauf an, was du da draußen siehst als Bild, sondern wie du es siehst. Und mitten in einer Ego-Attacke verlieren wir natürlich dieses Gefühl dafür, dass es ja Illusionen sind, dass es meine Angst vor Strafe ist, bestraft zu werden, dass es eine tiefsitzende Schuld ist, die in mir drin ist. Ich habe es vergessen. Es ist unbewusst. Und jetzt erkennt ihr auch, warum ich das jetzt nicht auf derselben Dimension, auf derselben Energieebene lösen kann, auf der es entstanden ist. Jetzt bitten wir um ein Wunder. Und dazu brauchen wir jetzt den geheilten Geist, den Anteil in uns, unser höchstes Selbst, das schon immer Liebe ist und Liebe war. Und jetzt bitten wir um ein Wunder und wir wissen es, ein Wunder ist die Berichtigung unseres Denkens. Es ist ganz wichtig für uns, denn wenn jeder sein persönliches Gräuelrepertoire, wie der Kurs sagt, jeder hat sein persönliches Gräuelrepertoire, dann dürfen wir jetzt erkennen, dass alle kollektiven Illusionen, die ich mit anderen teile, die Gedanken meiner Ego-Traumwelt, meine persönliche Hölle, die ich mir immer wieder mache, an sich nichts sind. Aber dieses Nichts kann natürlich für mich auch destruktiv sein, wenn ich mich als Ego-Persönlichkeit als Körper wahrnehme, dann kann es sich natürlich für mich auch elend anfühlen und ich bekomme noch mehr Angst. Und diese Kettenreaktion, dieses Bildermachen blockiert natürlich das, was wir wirklich sind, nämlich göttliche Wesen, Wesen der Liebe. Liebe in Bewegung und wir kommen vor lauter Aneinanderreihen von Bildern, von Angst, von kollektiven Bildern. Dann gehen wir wieder raus, dann sehen wir wieder kollektive Gedanken und wir sind dann so beschäftigt mit Urteilen und Interpretieren, dass wir uns darin selbst verlieren. Ganz wichtig. Sobald du dich nicht gut fühlst, sobald du spürst in dir, das ist kein gutes Fühlen gerade, sofort abstoppen.
Sind der kollektive Bilder, die mich gerade belasten? Bin ich in meinem persönlichen Gräuelrepertoire aus meiner Schatzkiste der Vergangenheit, die sich wieder in die Zukunft projizieren möchte, um mir Angst vor der Zukunft zu machen? Es geht immer um Schuld und Angst. Es geht immer um Schuld. Ich bin schuld, du bist schuld, der ist schuld, die sind schuld. Die Partei ist schuld, dieses Land ist schuld, diese Religion ist schuld. Es geht immer um Schuld und Angst und Schuld und Angst. An sich ist es sehr, sehr simpel. Dann ist es natürlich noch ganz, ganz wichtig, dass natürlich jede Ego-Attacke entweder uns bewusst macht, dass es ein geschulter Geist, der dann bewusst wird und mit seinem Stopp, ich gehe hier raus, ich bitte um ein Wunder, um die Berichtigung meines Denkens. Das sind dann die erleuchteten Geister, die Erlösten und die anderen, die zwar auch schon erlöst sind, es aber noch nicht wahrnehmen, noch in ihrem Sehen verhaftet sind, ihre Bilder für die Wirklichkeit halten. Und nochmal, diese Ego-Gedanken sind an sich nichts, aber sie vervielfachen Illusionen. Das heißt für uns nicht zu lange in einer Ego-Attacke bleiben. Versucht ganz schnell, wenn Ego-Gedanken da sind, und die kommen ja sehr, sehr oft so ein bisschen so aus dem, naja, jetzt fühle ich mich nicht so ganz gut und wir beachten es oft noch gar nicht und dann gehen tagelang mit so einem Unwohlsein, mit diesem, ich bin gar nicht so richtig in der Lebensfreude und von Glückseligkeit wollen wir gar nicht reden, dann macht euch bitte bewusst, wenn ihr nicht eingreift, dann vervielfachen sich diese nichtigen Gedanken. Sie sind nichtig, es ist eine Illusion, aber wenn wir nicht reagieren, vervielfachen sie sich. Und ja, wir sitzen dann natürlich in unserem geistigen Gefängnis, werden immer müder, immer erschöpfter und merken gar nicht, dass wir einfach mitten in einer Ego-Attacke sind, die wir nicht aufgelöst haben. Und deshalb ist es so wichtig, und das wollte ich nochmal anmerken, nach unserem Sonntagserwachen, wir haben eine enorme Verantwortung. Greift sofort ein, denn Ursache und Wirkung sind niemals voneinander getrennt. Greift ganz schnell ein, denn alle Geister sind miteinander verbunden. Und wenn wir uns aufregen über eine Kollegin, über Partner, über Freunde, über Kinder, über Oma, Opa, über alles Mögliche, dann sind diese Geister, diese Geistwesen, diese Energiewesen sofort mit uns verbunden. Und wenn wir diese Verantwortung nicht übernehmen, dass wir nicht neutral denken können und dass auch unsere Gedanken immer eine Wirkung haben auf andere, auf den Geist des anderen, dann reiten wir uns und andere natürlich mit einer ständigen Wiederholungsschleife an Schuld, an Trennung wahrmachen, immer wieder in furchtbare Ego-Attacken rein. Das war mir ganz, ganz wichtig, das nochmal anzusprechen. Es gibt also keine privaten Gedanken. Wir haben keine privaten Gedanken. Und natürlich sind diese Ego-Illusionen, die wir als Bilder nach außen projizieren, nichtig. Dennoch fühlt es sich sehr destruktiv an. Also ich rate euch dazu, immer sehr, sehr schnell jeden Ego-Zustand aufzulösen. Und das bedeutet wirklich, sobald sich ein Anflug von ich fühle mich nicht gut
Sind wir schon im Ego und dann bitte ein paar Minuten rausgehen, schauen, was habe ich denn gerade gedacht und dann ehrlich sein und das wirklich auch immer aufschreiben. Krieg und Frieden, Liebe oder Angst, mehr gibt es nicht. Und dann auch wirklich ganz ehrlich diese Gedanken aufschreiben und das nochmal durchgehen. Ich habe dem jetzt die Bedeutung gegeben. Es ist vollkommen unwichtig, was ihr denkt. Es geht nur darum, wie gehe ich mit diesem Gedanken um und welche Bedeutung bekommt er denn von mir? Das ist das Wesentliche. Und dann wirklich erkennen, ja, das ist jetzt eine Täuschung, das ist jetzt eine Illusion, ich bin einer Illusion aufgesessen und in dem Moment schon um ein Wunder bitten. Geheilter Geist, Heiliger Geist, höchstes Selbst, Jesus, Gott, ich bin bereit, kleine Bereitwilligkeit. Ich blicke hier nicht mehr durch, ich sehe die Lösung nicht. Ich bitte jetzt um ein Wunder. Berichtige bitte mein Denken. Ich überschaue das nicht mehr, ich fühle mich nicht gut. Die Lebensfreude ist weg, die Leichtigkeit ist weg. Es fühlt sich alles sehr mühevoll, sehr schwer an. Ich bitte um ein Wunder. Ich bitte darum, mein Denken jetzt zu berichtigen. Ruhe, Stille. Lass es geschehen. Es geschieht. Es geschieht. Nur darum bitten. Ich bin jetzt bereit. Ich habe diese Ego-Attacke anerkannt. Ich habe sie wahrgenommen. Ich habe mich in das Sehen begeben. Meine Augen haben etwas wahrgenommen da draußen oder gedanklich in mir. Jemand hat was falsch gemacht, jemand ist schuld, ich habe Angst vor. Bitte auflösen. Ich war in der Trennung, ich habe mich getrennt von der göttlichen Liebe. Kann ich gar nicht, es fühlt sich nur so an. Es fühlt sich an, ich bin der Meinung, dass mein Ego-Geist mich von der göttlichen Liebe getrennt hat. Ich bitte darum, um Berichtigung. Mehr ist nicht zu tun. Es geschieht für dich. Wichtig ist aber, die Ego-Gedanken zu entdecken. Was macht mir denn gerade Angst? Wo fühle ich mich denn klein? Wo unterstütze ich denn meine Kleinheit? Wo projiziere ich denn etwas in die Zukunft? Ich habe so Angst vor der Zukunft, was da alles passieren kann. Was macht mir Angst? Aufschreiben. Nichtige Gedanken aufschreiben. Und sie können sich nicht ausdehnen, wie die Liebe es tut. Die Liebe heilt. Die Liebe dehnt sich aus auf alle Geister. Das kann ein Ego-Gedanke nicht. Ein Ego-Gedanke kann nur in dir seine Wirkung jetzt erzielen. Du spürst es, du fühlst dich elend. Aber jeder, der erwacht ist und jeder, der um ein Wunder bittet, wird für keine Ego-Angriffe mehr zur Verfügung stehen. Und das war mir ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal in Zeitlupe hier in unserem Lernlabor der Liebe angeschaut haben. So viel zum Thema Sonntagserwachen. Bitte ganz schnell Ego-Attacken immer auflösen. Nicht warten. Nicht warten, wenn ihr den ganzen Tag mit mulmigem Gefühl rumlauft und bitte sofort auflösen. Wenn dazu noch Fragen sind, bitte gerne schreiben, mir stellen, fragen. Und wichtig ist aber, schnell diese höhere allmächtige Liebesdimension, um Auflösung und Berichtigung zu bitten. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, Shankara, jetzt könntest du, wenn du willst, kurze Einführung. Aber das war mir nochmal wichtig. Und bist du bereit?
Ein Bist Lied. bereit? Ja, hallo zusammen, guten Abend. Ich habe für heute vorbereitet Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Die Übersetzung heißt Ehrerbietung an Bhagavate, an das Göttliche und Vasudeva, das Licht in allen Geschöpfen. Also wir können es auch wieder formlos betrachten, das Göttliche. Licht in allen Geschöpfen. Es gibt ein bisschen Vorspann. Es ist ein Lied, das ist eigentlich an Krishna gerichtet. Und dann kommt Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Das könnt ihr gerne mitsingen. Das ist ein bekanntes Mantra. Dann gibt es noch einen Nachspann. Und so ist das Lied aufgebaut. Also ich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und kannst du noch was zum Lied selber sagen? Ist es ein neueres Lied von dir oder ist es schon älter? Das ist mein Lied, das habe ich damals in einer Bhajan-Gruppe gelernt. Ja. Also das ist ein bekanntes Krishna-Lied und das geht also mit einem englischen Text los. There's a river, holy river, and it flows inside my heart. I go to that river there to wait for my beloved. Und dann kommt ein Abspann kurz an Krishna und dann kommt eben Om Namo Bhagavate Dankeschön, da sind Vasudevaya. wir Ja, spannend. gerne. Dann lehne ich Und mich entspannt zurück und höre dir zu. gerne, dann starten wir los. There is a river. Holy flows inside my heart, and I go to that river that you wait for my beloved. And Krishna comes and plays his flute on the banks of the holy river. And Krishna comes and plays his flute on the banks of the holy river. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya.
And I go to that river that you wait for my beloved, and the river, holy river, it flows inside my heart. Das ist super gewesen mit diesem immer wiederholen. So unglaublich schön. Ich habe vergessen, leise zu stellen, deshalb konnte ich nicht laut mitsingen, weil sonst blockiere ich dein Mikro. Es war so schön. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wunderschön, wunderschön. So, ihr Lieben, nach meinem Ego-Attacken-Vortrag möchte ich gerne euch jetzt eure Auszeit schenken, eine Meditation, ein in sich gehen, ein nach innen schauen und natürlich aus den aktuellen Lektionen, und lasst euren geheilten Geist für euch wirken. Das Schöne ist ja, dass wir als Wunderwirkende gar nichts tun müssen. An sich ist es ja so simpel, denn diese Berichtigung unseres Denkens wird uns ja gebracht. Das ist ja nicht, dass ich jetzt da sitzen muss und sagen, wie muss ich jetzt denken? Was hat da das Buch gesagt? Nein, es ist einfach dieses nach innen sich ausrichten, dieser Satsang, sich des Inneren wieder bewusst zu sein. Und da möchte ich gerne mit euch jetzt in eurer Geistesschule ein paar Gedanken teilen. Ihr dürft also jetzt wirklich, wie ich immer so schön sage, mit eurer Kuscheldecke auf dem Sofa in euch in die Ruhe gehen, lehnt euch zurück, entspannt euch, lasst diese Welt des Egos los. Alle Bilder, die ihr heute gesehen habt, alle Bilder, die ihr euch gemacht habt, sie sind nichtig, sie haben keine Bedeutung. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Lektionen 34, 35, 36 uns mitgeben wollen. Erforsche immer wieder deinen Geist nach Gedanken der Angst, nach Situationen, die Beklemmung in dir hervorrufen, nach Personen oder Geschehnissen, die dich kränken, oder nach irgendetwas anderem, über das du lieblose Gedanken hegst. Geisteserforschung. Beklommenheit. Auch Bilder, wenn wir scheinbar so durch den Tag gehen, welche Überschrift einer Zeitung hat heute Beklommenheit in mir ausgelöst? Vielleicht habe ich im Radio was gehört, vielleicht eine Meldung, die mir Angst macht. Geisteserforschung bedeutet, mein Geistesfrieden ist eindeutig eine innere Angelegenheit. Und ich trage die Verantwortung für meinen Geistesfrieden. Der Geistesfrieden muss bei deinen eigenen Gedanken beginnen und sich dann nach außen ausdehnen. Und das ist der Unterschied zu den nichtigen Ego-Gedanken, von denen wir gerade gesprochen haben.
Die nichtigen Ego-Gedanken in dir multiplizieren sich laufend, bringen neue nichtige Ego-Gedanken vor und immer noch mehr nichtige Ego-Gedanken sind aber am Ende nichtig. Ein Traum, eine Illusion. Dein Geistesfrieden dehnt sich aus. Und das ist der Unterschied. Dein Geistesfrieden ist die andere Art des Sehens. Denn du siehst in allem den Geist der Liebe. Du schaust über Formen und Körper hinaus und hast einen liebevollen Blick auf alles und jeden, denn du weißt, nichts ist getrennt voneinander. Dein Geistesfriede ist es, aus dem eine friedliche Wahrnehmung der Welt entsteht. Und das wollen wir jetzt alle gemeinsam mal machen. Einen Geistesfrieden entstehen lassen. Mein Geist ist verbunden mit allem. Und aus der zuversichtlichen Gegenwärtigkeit, ich bin in Zuversicht aus dem Jetzt heraus. Denn ich weiß, wenn ich jetzt im Geistesfrieden bin, dann darf ich es immer sein. Mein Geistesfrieden ist stärker als jede Ego-Attacke. Und mein Geistesfrieden darf sich jetzt ausdehnen. Und ich spüre meine Heiligkeit, ich bin heil, ich bin vollkommen. Ich kann also mein Gefühl der Depression, der Beklommenheit, der Minderwertigkeit, der Kleinheit, der Sorge über eine Person, über eine Situation immer durch Frieden ersetzen. Ich bin Frieden, in der göttlichen Liebe geborgen. Ich bin Frieden eins im göttlichen Frieden. Vergebung. Der Traum ist zu Ende. Das Ego-Denksystem war ein Albtraum, eine Illusion. Mein heiler Geist, mein geheilter Geist, mein Heiliger Geist ist Teil von Gottes Geist. Ich bin vollkommen. Ich brauche mir nichts hinzuzufügen. Ich realisiere, dass mein Körper ein Traum ist, ein Vehikel, um Trennung wahrzumachen, ich und andere Körper, aber auch die Möglichkeit zu haben, die Erlösung, die Liebe in allen anderen Körpern zu spüren und möglich zu machen. Indem wir nicht mehr den Körper sehen, die Form, sondern das Licht und die göttliche Liebe in allem. Ich möchte aus der Schau
heraussehen. Es ist nur für die schwierig, die diese Welt, an die sie selbst glauben, für die Wirklichkeit halten. Du wirst glauben, dass du ein Teil dessen bist, wo du zu sein vermeinst. Wo bist du denn gerade? Da ist ein Körper. Aber das bist nicht du. Dein geheilter Geist ist Raum, formlos. Schließe deine Augen und erforsche deinen Geist mit Begriffen, wie du dich selbst umschreibst. Und jetzt spürt ihr, dass wenn wir uns selbst beschreiben sollen, es nahezu immer körperliche Beschreibungen sind. Beschreib dich selbst. Dann fangen wir an. Mein Körper sieht so und so aus. Ich bin so und so viele Jahre alt. Aber dein heiliger Anteil, das ist nicht der Körper. Und wenn der Kurs jetzt sagt, erforsche deinen Geist nach den vielfältigen Arten von Begriffen, mit denen du dich selbst beschreibst, beziehe alle egohaften Eigenschaften, mit denen du dich selbst beschreibst, die du dir zuschreibst, mit ein. Seien sie nun positiv oder negativ, wünschenswert oder nicht wünschenswert, imposant oder herabwürdigend. Sie sind alle gleichermaßen unwirklich, weil du dich nicht mit den Augen der Heiligkeit betrachtest. Wir lernen jetzt in unserer Geistesschule der Geisteserforschung, dass unsere Aspekte der Selbstwahrnehmung sehr oft negativ sind. Ich bin zu schüchtern. Ich bin nicht durchsetzungsfähig. Ich bin nicht so gut wie die anderen. Ich müsste hier noch mehr tun. Ich muss mich mehr engagieren. Ich muss kämpfen für. Da seht ihr, dass eure Selbstwahrnehmung über dich Ego-Gedanken sind. Es sind Fantasien. Es sind Halluzinationen. Illusionen haben überhaupt keine Bedeutung. Sie sind einfach nicht wahr. Und jetzt kannst du dir schon mal sagen, alles, was ich über mich dachte, ist nicht wahr. Dein Geist ist Teil von Gottes Geist.
Deine Vollkommenheit umhüllt alles, alles, was du siehst. Denn du bist heilig, weil dein Geist Teil von Gottes Geist ist. Und weil du heilig bist, muss auch deine Sicht heilig sein. Sündenlos. Sündenlos bedeutet, du kannst gar nicht falsch sein. Denn du bist Geist in Gott und der göttliche Geist, die Liebe, wirkt durch dich. Auch wenn die dickste Wolkenschicht, die schmerzhafteste Ego-Attacke gerade wirkt. Wiederhole mit geschlossenen Augen immer wieder: Meine Heiligkeit sehe ich in jedem Bild, das ich vor mir sehe. Ich beschließe, allen Bildern, die ich nach außen projiziere, meine Heiligkeit mitzugeben. Meine Vollkommenheit, meine Überzeugung, die göttliche Liebe schaut durch meine Augen. Und selbst in jedem nichtigen Ego-Gedanken ist deine Heiligkeit. Meine Heiligkeit umhüllt alles und jeden, den ich sehe. Jetzt sehen wir, dass wir immer mehr vom Sehen, von der falschen Wahrnehmung in die göttliche Schau kommen. Wir erfahren die Berichtigung unseres Denkens, das Wunder wirken, indem wir unsere Vollkommenheit jetzt akzeptieren. Und diese tiefsitzende, unbewusste Schuld, diese tiefsitzende Angst vor Strafe, die darf sich jetzt langsam lösen. Denn unsere Heiligkeit ist ein Teil von Gottes Geist. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die allmächtige, allumfassende göttliche Liebe ist auch in deinem Geist. Und alle Geister sind verbunden. Also wirkt die göttliche Liebe durch alles, was wir hier sehen. Es ist die Lebenskraft, die Lebensfreude, die Lebensenergie, und sie ist vollkommen jetzt in dir. Lass sie wirken, bitte um ein Wunder, wenn du meinst, du fällst aus der göttlichen Liebe raus, dann bitte sofort um Berichtigung, und zwar deinen geheilten Geist, dein höchstes Selbst, das, was du immer warst und immer bist. Und wir brauchen keine Angst mehr haben aus einer düsteren Vergangenheit, die in eine noch düstere Zukunft zu wirken scheint. Es ist immer jetzt und alles geschieht immer jetzt. Lass dich fallen.
Und spüre, wie du in Liebe gebadet wirst und wie die göttliche Liebe dir Geistesfrieden und eine Sicherheit bietet, die du immer erträumt hast und die du durch dein Ego-Denken immer selbst verhindert hast. Wir haben uns dissoziiert von der göttlichen Liebe. Wir haben uns abgespalten, abgetrennt und versuchen durch ein Ego-Verhalten das jetzt wieder da draußen zu erreichen, die Sicherheit, die Gemeinschaft, das Akzeptiertsein, das unterschiedliche Aufheben und Einssein, was wir schon immer sind. Was für ein Spiel spielen wir hier? Ihr Lieben, ihr seid sehr heilig, ihr seid vollkommen, ihr seid geliebt, denn ihr seid die göttliche Liebe. Ist das nicht ein wahres Wunder? Lassen wir also in unserem Lernlabor der Liebe immer wieder unser Denken berichtigen. Und lassen wir es nicht zu, dass Ego-Attacken uns über Stunden, vielleicht über Tage in der Dunkelheit halten. Lösen wir sie immer wieder ganz schnell auf. Susanne, möchtest du uns ein Abschiedslied spielen? Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, sehr gerne. Dann muss ich muss jetzt mal wieder ein Teddy. Bisschen. Hallo Teddy. Teddy hat auch im Geistesfrieden mitgemacht. Ja, man lässt sich das nicht nehmen, immer. Oder Auszeit. Auch Aber unbedingt auf dem Teddy. Schoß. Auch Teddys Geist, den nehmen wir natürlich auch mit. Ist ja toll, dass der immer dabei ist. Teddy ist immer dabei in jeder Auszeit. Ein ganz toller Fan. Susanne, was hören wir heute von dir? Ja, also zuerst wollte ich die Engelsfeder singen, aber ich finde, dass die geliebte Quelle heute viel besser passt. Obwohl Darf das ich so. kurz eine Anmerkung machen, Ja. Susanne? Deine Stimme hört sich heute bedeutend anders an als gestern. Das möchte ich nur mal kurz anmerken, ne? Ja, ich habe mich auch wieder sehr mit dem Kurs beschäftigt, auch mit der heutigen Lektion. Dann bin ich ja beruhigt. Oh, wie schön, oh, wie schön, dass doch dieses Ego nur ein Traum ist. Wie schön. Danke, danke für gestern übrigens nochmal. Und ja, dein Ego hat mich gestern den ganzen Sonntag auch gut beschäftigt und aber danke dafür. Ja, ich finde in dem lieb geliebte Quelle, das handelt ja von allem, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns Liebe und Licht schenkt und dass eben diese, ja, dass wir die dunklen Wolken nicht führen, wenn wir uns da einfach, ja, wenn wir einfach der Liebe vertrauen und eben dem Heiligen Geist, unserem geheilten Geist. Und eben die höchsten Steine und die, also größten Steine und die wildesten Stürme, egal, wir fürchten es nicht, weil wir haben uns ja der Liebe anvertraut, dem Heiligen Geist. Und ja, ich finde, es passt heute echt gut. Oh ja, meine liebe Susanne, aber das ist jetzt eine andere Susanne, die heute spricht, wenn ich die mit gestern vergleiche. So schön. Bitte schön, wir hören dir zu. Dann fürchte ich die dunklen Wolken.
Danke, danke. Susanne, mich durchströmt gerade so eine Liebe und so ein Glück. Ah, das ist so, so schön, dich heute Abend zu sehen. Wirklich, wirklich. Das ist so, so schön. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und bedanken möchte ich mich natürlich auch bei meinen Frühlingsassistentinnen, die uns hier eine Frühlingsblumenwiese gezaubert haben. Und ihr Lieben, lasst es nachwirken, lasst euch tragen und seid erfüllt mit Geistesfrieden, denn ihr seid heilig, geheilt, heil, vollkommen. Ihr müsst euch nichts hinzufügen, sagt einfach danke Gott. Du hast mir so viel von allem gegeben. Liebe, 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 Licht und Liebe. Ich brauche nichts mehr. Jetzt darf ich geben mit vollen Händen. Und das wollen wir tun die nächsten Tage. Und am Donnerstag sehen wir uns wieder und tanken wieder neue Kraft und neuen Geistesfrieden. Ihr Lieben, ich sage danke, eine gesegnete Nacht und so großen Dank, dass ihr da wart und ein ganz großes Geschenk hier zusammen entgegennehmen durftet. Also ihr Lieben, schlaft schön. Ciao. Tschüss Susanne. Danke Shankara. Danke für eure Herzchen. Ich sehe sie alle. Ich sehe sie alle. Ciao. Tschüss.